moin, ihr Lieben. Ich suche einen Agentavis und ich bin unterwegs mit dem lieben Xa, der hier gerade meinen Agentavis, den ich gefunden habe, hinter sich herzieht. Xa? Ja. Ah, und Danu ist Hi. Auch da. Ja, ich bin noch weit weg. Warte nur drauf, dass ich jetzt einen 120er finde und wir die ganze Aktion ablassen müsst. Sehr besser. Nein, aber ich bin schon im Vulkan, das heißt, ich bin gleich da. Ich muss nur mit meinem Pappvogel einmal zwischenlanden. Jetzt nicht nur, dass ich so viel bewegen würde. Du musst noch Wünsche. Ah. Seid ihr vor der Basis oder hinter der Basis, Gummibären? Moment, ich schieß mein Kügelchen auf. Ja. Vor mir ist Sonne. Ich sehe nicht. Also, warte, ihr könnt Gamma ausschalten. Wo ist er denn? Au! Ah, ich sehe Kügelchen. Hätte ich mir nicht gedacht. Aua! So, ein bisschen unentschlossen, der Gute. Ein bisschen sehr, ja. Fast auf der Party, Melle. Fast, ja. Au! Gib mal entscheiden, wie du jetzt angreifst! Brauchst du Hilfe? Weiß ich noch nicht. Vor allen Dingen muss ich gleich was essen. Boah. Also noch tut er nicht weh. Oh, er haut schon ab. Mhm. Da bleiben Agentavis. Vogel! Ja, kommt klar wieder. Kommt er gleich wieder zurück? Hoffentlich. Da warte ich nämlich eben. Doch, fliegt er weg, aber. Ah, ich hab ihn wieder. Okay. Scheiße, direkt durch die Sonne. Ich seh nix. Da kommt es hinter mir. Was noch? Ah. Jo, der hat gerade mal ein Viertel Leben abgezogen. Ja, lecker. Ah. Sehr schön. Jetzt muss ich erstmal kurz was essen. Dann schaue ich mal, ob hier noch irgendwo ein Kilo oder sowas rumschleicht. Jo, und ich gebe da mal Narkotiks rein. Jo. Und weil ich so nett war, habe ich dir einen Sattel mitgebracht. Danke! Ich frage mich nicht, wie das mein Terrano schleppen hat können, er hat's geschafft. Inklusive dem Mammutsattel, den ich noch unterwegs gefunden habe. Du. Scheint relativ frei zu sein hier. Ja, ich glaube, wir haben eine ziemlich langweilige Stelle wieder. Würde ich nicht sagen, normalerweise ist hier ein bisschen was los. Außerdem da unten schleichen manchmal Krokodile rum und. Also unten am Wasser war vorher ein Krokodil. Ja, siehst du. Aber ich denke nicht, dass das so weit hochkommt. Xa. Was? Kannst du nur einen Dodo killen? Er war nicht 120, er war nicht würdig. Und er war auch nicht Level 82. Oh. Nö, der war Level 12. Ach, bist du Level 82? Ja. Ups, ah ja, stimmt, der ist nur Level 1, 12. Und der war auch nicht Level 1, dann ist es auch ein Noob.
Nein, Noob wird es wahrscheinlich keinen geben auf dem Server. So, jetzt habe ich eben nicht nach den Werten geguckt. 1600 Leben, 4700 Torpor, 180 Mini. Da unten übrigens ein Kroko rum. Ich glaube, ich mache mal den Spaß und ich hole mal den mit Pfeilen. Stamina hat er echt mehr als genug. 1800, ja, das ist gut. Also wenn er jetzt einen Roll auf vielleicht ein bisschen Health und Damage kriegt, dann... Parasaurier Level 112 wird verfolgt von einem Kroko Level 60. Komm her, Miss Marble. Ich will mal Kroko jagen. Gute Jagd. Brauchst du dir eine neue Handtasche? Nein. Das ist dir ein. Kann da mal was futtern hier, der Junge. Oh, langweilig. Jetzt hat er sich verpackt, oder wie? Ah, nee, doch nicht. Ja, komm doch, Kroko. Noch 10 Hunger, dann dürfte er fressen. Mhm. Das wegen die Prozente. Ja. Mhm. Und noch 2, 1 und Mampf. Was? Feiges Kroko. Ja, nicht. Nix Mampf. Hast du ihm noch gar Kiebel rein, dann? Auch liegt drin. Oh, Kroko schläft schon, das ging aber schnell. Braucht man Level 60er Kroko? Nö. Okay. Es liegt auch das falsche Kippel drin. Wieso? Es ist Stego-Kippel. Stego? Ich flieg gleich zurück und hol das Richtige. Nee, das mach ich. Ich hab den schnelleren Vogel. Moment, ich schau nochmal eben nach, aber eigentlich. Stego-Kippel? Ja, Spiro bräuchtest du, nicht Stego. Ja, Stego. Stego-Kippel für Agentavis. Ich hätte darauf auch schwören können, dass auf deiner Tafel für den Agentavis Spino steht. Schauen, aber sollte eigentlich stimmen. Yay! Kann ja passieren. Boko, die Gefahr da unten ist ja auf jeden Fall schon weg. Ein Quetzi. Nein, du holst das Kibbel. Quetzi haben auch schon dreimal herzeigt. Stimmt. Ego gleich Agentavis. Und Spino ist Megalodon, wie ich es vorher gesagt hatte. Deswegen hatte mich das auch so verwundert. Keine Sorge, der Agentar, der Quetzi war nur Level 20. Gut. Aber dann finde ich es irgendwie komisch, dass er das Kübel überhaupt nicht frisst. Nee. Weil der hat mittlerweile, 300 Hunger. Da hätte er ja eigentlich schon längst fressen müssen. Und ich meine, früher hätten die auch das Kibbel gefressen. Aber eben halt keinen Fortschritt begonnen. Oder weniger halt. Jo. Dann haben sie es wohl irgendwie mal heimlich reingepatcht. Ja, vielleicht, weil man sonst alles mit Dodo-Kibbel zähmen könnte. Ja, aber da bräuchte es ja dann 100 Dodo-Kippel und hast praktisch weniger Effizienz, als wenn du es mit Fleisch machen würdest. Ja. Aber du brauchst keine Eier, Dinos. Na super. Also gefährliches rennt dann nicht mehr rum. Mag mich nichts fressen. Oh, Rexy ist hierher. Normal ist aber echt mehr los. Oh, was liegt denn da Totes? Guter Pteranodon, wer hat denn den erschossen von euch?
Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Weiß nicht warum, ich glaube ich nicht, Jungs. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen an unserer Überzeugungskraft arbeiten. Au, Rex! Weißer Rex! Was? Wo? 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 Moment. Da oben? Ja, da oben. Oh, ich zieh den, weg, ja? Welcher Level hat denn der? Moment. 44. 44. Neu, ich kann auch mit meiner Flitzpiepe eben zerschnetzeln. Kriegst du es hin, ohne dass er... Oh, warte, der dreht sich um. Er kommt zu mir. Gut. Ah. Nimm den gleich ab. Nach? Ja, jetzt darfst du ihn haben. Jetzt sind wir weit genug weg vom Vogel. Bist du schon da? Jo, ich schnetzel schon an ihm rum. Oh. Stego, da. Großer Wendekreis, zu großer Wendekreis, hahaha. Ha. Warum laden wir keine Texturen? Da. Yum, 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 yum. Oh, ich hätte auch noch was abbekommen. Ein Vogel hat Hunger. Jetzt sollte man nach dem Vogel schauen. Oh, dann geht's gut. Der liegt ja noch und ratzt. Ich habe mir gedacht, wenn er falsch runterrennt, wäre er genau zum Vogel rüber. Jupp, das stimmt. Aber mit der Farbe ist er vor dem Felsen echt fast unsichtbar gewesen. Ich habe ihn gesehen, wie er runtergeflogen ist und habe mir noch gedacht, da kann man jetzt fliegen Rex und dann denke ich mal, scheiße, da liegt der Vogel. So, der kam von oben runter. Ich dachte, der wäre schon nein, die. Der ist von oben runtergeflogen. Ich dachte, der wäre da schon die ganze Zeit gewesen. Nein, der ist richtig schön runtergeflogen. Na dann. Alles Gute, kommt von oben. Ich komme, ich bin schon auf dem Rückweg. Ja, ja. Wir haben sogar schon T-Rex beseitigt für dich. Ja, habe ich mitgekriegt. Oh. So wie der Dodo ist runtergefallen vorher. Ganz genau so. Kommt jetzt auch noch Dodos? Jetzt regnet es gerade Dodos. Ein Dodo Level 80. Oh. Fast ein Weltherrscher. Oh man, Xan schlagt Schweine. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Soll das noch enden? Ich hab ein Kombi, ich höre dich. Level 92, juhu. Oh. Warum ich? Wo bist du, Kombi? Oh Mann, oh Mann. Irgendwo da liegt der Tote. Wenn du Bäume fallen siehst, das könnte ich sein. Aha. Der nächste Kombi, Level 20. Weißt du, warum ich den vorher vernichtet habe? Ah ja, doch, da oben scheint irgendwas im Wald rum zu rumoren. Da fallen die Bäume um. Ja. Ab und zu ist da auch ein Alpha-Rex, habe ich mir mal sagen lassen. Ja, du. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich habe also viele Überlebenschancen. Es ist alles okay. Naja, ich meine, du musst ihm ja nur ins Maul springen und aufhalten, dann kann er nichts mehr machen. Oh, das gab ein Level up, cool. Wie viel Level habe ich denn jetzt? Aber jetzt sehen wir vielleicht früher, wenn da was runterkommt. Meine alte Heimat. Vermisst du sie schon? Nö. Nö, nö. Das guck grad mal, was. Guck gerade, was es hier so Neues gibt. Ja, umgebaut ist worden bei euch. Also, deine Sachen sind abgerissen worden. Das hat China mit einer. Eine Freude gemacht, die Hammer war. Der Leuchtturm ist auch weg. Ja.
Mein Haus ist auch weg. Ja, aber du hast ja sogar zugehört, wie es China gesprengt hat. Ah nein, abgetragen hat. Ach ja. Da sollte ich nicht unbedingt runterspringen. Ein Kombi oder was hinterm Pteranodon? Wo? Da steht jetzt bei meinem Pterano steht was. Entweder, ich glaube, es war ein Kombi. Ah ja, ja, das ist ein Kombi. Level 12. Mhm. Ja, noch ist einer, aber mach den mal besser weg. Bevor die Nummer 2 kommt. Hui! Cool, dass ich das von da oben sehe. Ja, kriegt 99,3%. Perfekt. So, jetzt weiter unten, ihr kleine Zwerge. Ach, da oben. Ja. Was level ich denn jetzt? Das heißt, ich bin jetzt Level 77. Wie war das? Das ist der beste Jahrgang, gell? Ja, definitiv. Übrigens, hier liegt noch ein zweiter Vogel, ein Urwes. Hä? Hier, vor mir. Was bist denn du? Bin... Ach da. Wo sind das? Ein Dodo. Oh, zähmst du den? Stellst du den dann noch einmal bei Anubis unter, oder wie? Ein Level 80 Dodo. Ja, das ist nur Level 80. Da fehlen nochmal 40 Level. Oh ja. Neueste Hobby von Xa ist ja Anubis Dudus vor die Darf ich? Nein. Ja, wenn du willst. Aber pass auf, dass dein Vogel nicht triffst. So. Welchen Level hast denn du da? Ich bin überladen. Also da oben rennt jetzt gerade nichts rum. Awesome Tribe. Aber du hast den perfekten Tarnvogel, wenn der so am Boden liegt. Der fällt sich in dem Kreis kaum auf. Ja, der ist gut getan. Er ist jetzt nicht der hübscheste, aber der eine oder andere wird sich nach hier oben drehen. Er ist hübsch grün. Der kann sicher mehr tragen als unsere Terrano sonst und auf der das jetzt war. Schauen wir da unten. Möchtest du ein Schwein Level 72? Zum Essen, ja. Ja gut, dazu hole ich es aber nicht. So, wie weit ist der Kleine? Oh, der ist noch beschäftigt. Oh, das würde aber leider dauern. Aber ist ganz okay, mein aber ja auch 116. Mein Dickschädel ist jetzt 215, glaube ich, oder so. War auch mal 116. So, du fliegst. Na, kleines Schweinchen, wo bist du denn? Hängt doch, glaube ich, immer noch am Stein, oder? Ich sag's dir nicht, ich sag's dir nicht, du willst es nur essen. Ja, das hängt, er läuft immer noch zwischen den Steinen rum. War aber ein Level 72er. Mhm.
Außerdem will ich es nicht essen, sondern mein Vogel will es essen. Ach so, okay. Macht's ja viel besser. Agentaris Level 4 gegen Katze Level 56. Ah, ich würde sagen, da hat der Vogel schlechte Karten. Egal, aber ich habe Zeit, dass ich die Perlen hole. Jetzt weiß ich noch beschäftigt. Ich brauch doch Perlen, Xam. Achso. Für den Zettel, den du mir dann basteln wirst. So, ich bastel dir einen Zettel? Nicht? Warte, was war das? Ich war das. Ach so, nee, du warst das. Genau, ja, war, genau. Oh Mann, ich komme schon durcheinander. Für was habe ich die 200 Perlen wollen? Quetzalplattform. Ah ja, genau. Noch eine? Ja, ich wollte kleinen, also unsere neuen Zugang auch eine Plattform aufsetzen. Achso. Damit wir dann mit zwei aufs oder zwei zeitgleich auch auf den Berg können. Jo, vielleicht finde ich ja noch mal eine beim Tauchen. Ja, aber nicht. Ich habe halt heute einen Chris gefragt, einen Anubis gefragt, was wir brauchen. Aber apropos Tauchen, genau, ich könnte eigentlich nachher noch Anubis mit ins Wasser schleifen, dann kann ich dir endlich mal die Kisten zeigen. Ja. Meinetwegen. Leckt's gerade? Ja, okay. Aber ich glaube, dass wir keinen Narkotik brauchen werden. Ich glaube, der rutscht so durch. Ja, ich habe ein bisschen mehr Fortschritt, als er Torpo verloren hat. Ja. Könnte reichen. Naja, wenn's wollt, dann passe ich auf den Vogel auf und ihr geht's los, Kisten suchen. Ach, jetzt schon. Nö. Der Vogel dauert ja nicht mehr so lang. Ich wollte mal gerade sagen, es geht auch schnell mit dem Vogel. Oh. Nicht einmal ein Drittel ungefähr. Weißt du was, mir ist langweilig so. Dein Agent Davis kann eh noch ein bisschen was sagen, oder? Bisschen, ja. Der hat, was habe ich eben gesehen? 469 Gewicht und 182 ist schon drin. Also, so wie ich Weiß, er hat Dano Vollzeit. kenne, dürfte er in den nächsten 5 Minuten fluguntauglich werden. Ach, so viele Bäume stehen ja da nicht. Ein. Beziehungsweise die Steine kommen ja erst da unten. Erster Nachteil, wenn ich ja keinen Agentavis mit habe, sondern nur den Pterano, kann ich selber nicht viel tragen. Und ich habe vorher schon 2, 6 Holz weggeschmissen, weil ich überladen war. Xa hat schon wieder einen hilflosen Dodo gekillt. Will ich doch Ja, nie was soll ich jetzt tun. sagen? Das ist Xa. Hey Xa, hast du noch ein bisschen Munition über? Oh Jo. Mann. Warum? Ja, ihr solltet jetzt mal erzählen, warum Anubis keine Munition mehr hat. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr so genau. Hab ich vergessen. Aha. Hat er vergessen. Ich meine, gut, wir wollten ja mal ausmisten bei uns. Wir haben ein paar Dinos entsorgt und wie das dann ausschaut, das seht ihr, wenn ich auf I drücke und dann auf Tribe Manager drücke und dann nach unten scroll, dann seht ihr, es mussten ein paar Dinos dran glauben. Hinter dir, Anubis. Ah, Munition. Oh je. Dafür haben wir jetzt endlich wieder mehr Platz in der Basis. Ja, und auch die ganzen Dinos parken jetzt schön ordentlich. Ja.
Das ist aber Simple Rifle, ne? Ja. Was brauchst du? Warum lädt er die nicht vernünftig nach? Verstehe ich nicht. Achso, das ist nur ein Schuss. Oh Mann. Oh, du Armer. Ein Schuss muss noch reichen. Hat irgendwo eine Foundation, die er aufbauen kann? Nö, aber du kannst ja nicht craften. Material solltest du ja jetzt haben. Was willst du jetzt schießen? Ich finde schon was. Achso, dachte du hättest schon was gesehen. Und Dilo. Ja, aber den macht man doch bitte mit Pfeilen. Braucht man doch Karate. Oh, süß, Level 4. Oh Mann, den kriegst du doch mit Faust weg. Schön hinterhältig aus dem Hinterhalt erschossen. Ah. Naja, er lief genau auf dich zu. Trotzdem gesehen hat er uns trotzdem noch nicht. Das stimmt, aber ich meine, du müsstest ja auch schon fast auf den Dilo drauf treten, damit er mal aggro wird. Das Holz ist für mich. Kommt ihr dumm? Also wenn jemand Stein hat oder Flint, da vorne ist eine Reibschale, kann das Parkbau da draus machen. Ich suche mir mit Stein. Ich meine, wir können auch noch eine Forge aufbauen und dann spielen wir ein bisschen Survival auf die Fittest. Ja, ein bisschen üben, meinst du? Ja, natürlich. Das ist der einzige Vorteil, ist die Gegner fehlen. Das stimmt. Ja, und es gibt keine Events, außer natürlich, es droppt plötzlich Rexer. Danke. Ein interessantes Event. Ja, toll, es droppen Rexer. Toll, haha. Das war es gar nicht deswegen. Ja, auch immer alles so wörtlich nehmen. Ja, du hast mich schon wieder gemobbt. Wollte ich gar nicht. Was? Oft? Wo? Ja, Nubis will sich schon wieder mobben lassen. Er versucht's mit allen Mitteln. Damit die Unterstellung, man hätte ihn gemobbt. Achso. Hat keiner gesehen. Hat keiner gehört. Hast du jetzt etwa diesen Dodo umgehauen, den ich da hingeschmissen habe? Hast du dich da hingeschmissen? Nein? Irgendwie glaube ich dir nicht ganz. War der zufälligerweise in Level 28? Ja. Nee, dann habe ich ihn nicht gesehen. Ja. Brauchen wir noch Kohle auch gleich oder nicht? Also, ja. Oh, ich glaube, Kohle kann man immer brauchen. Dann könnte man noch ein Lagerfeuer hinstellen. Holz habe ich ja schon genug gesammelt.
schon wieder Hunger, du. Wovon hast denn du Hunger? Um Steine kloppen. Oh. Das ist sicher das gleiche Prinzip wie beim Gehen. Dann müssen die anderen mitgehen, nur weil da ist es halt so rum, dass er Vogel frisst und das steckt ein und Anubis kriegt Hunger. Natürlich möglich, ja, da hast du recht. Ja, wenn er schon die ganze Zeit einem was vorkaut. Wir würden da nicht Hunger kriegen. Ja, gute Frage, ja. Schon. Was braucht man denn für ein Campfire? Was war das noch? 16 Steine, ein bisschen Holz und glaube ich ein bisschen Setsch. Oder hast du? Was habe ich? Ob du schon hast? Campfire? Nein. Gut, dann warte kurz. Dann habe ich es gleich fertig. Guck mal, ein bisschen Holz. Du hast in deinem Vogel genug Holz. Ja, ich hole gerade da raus Holz. Achso. Weiß gar nicht, woher das ganze Holz kommen ist. Keine Ahnung. Oder Chris, du stehst im Feuer. Also im zukünftigen. Oh, ein ganzes Fleisch. Mhm. Warte, ich hab gerade noch was da. Ich hab überzählig gehabt. Guck mal, ob Miss Marple er schon alles aufgegessen hat oder noch was über hat. Aber gesagt, du kannst dir Fleisch holen. Ich kann ja mal den Rex da hinten zerlegen, der da am Strand rumspringt. Genau. Du hörst dich sonst mit Fleisch und wir stellen Sparkboarder her. Und Schießpulver. Genau, und ich stelle mir gleich noch ein paar Stimulantien her. Vorteil, wenn man mit einer lilanen Spitzhacke geht, die haltet ewig. Oh ja. Meine ist nur blau. Schnüff. Nee, Spitzhacke ist, lass mich mal nachschauen, ob ich die richtige mit habe. Ja, Journeyman und die Axt ist gelb. Ui. Die habe ich seit dem Anfang. Ich habe den ersten Alpha rauskriegt. Seitdem habe ich diese gelbe Hatchet. Ich habe nur eine lilane Hatchet. Ja, ich glaube, auf die gelbe waren sie auch immer neidisch. Die habe ich immer gut versteckt vorm Schlafen gehen. Damit ich sie am nächsten Tag auch ja wieder finde. Das Kriegsbeil, immer gut begraben. Ja. Oh. Also. Was denn, oh? Ich habe da jetzt gerade bei dem Kampf Rex gegen Argentavis plus 4 Skorpione und 2 Säbelzahntiger mitgemischt und jetzt auf dem Rückweg ging mir dann irgendwie doch plötzlich die Stamina aus. Weiß gar nicht warum. Mhm.
Seht ihr, wie produktiv man sein kann, während man eigentlich nur einen Vogel zähmt? Ja. Können wir eigentlich da gleich eine Basis aufschlagen, oder? Oh, vielleicht stecken können. Ja, gut. Achso, haben wir eigentlich den Kanu und den Affen schon reingeholt? Ja, gut. Also, ich hab die nicht reingeholt. Okay, dann sind die seit dem Stream draußen. Das ist schon fast eine Woche. Ja. Aber ich habe diese Woche einmal entleert. Ich war auch zwischenzeitlich mal da. Also, er darf da wohl noch länger draußen rumlaufen. Bis alle genug Fiber haben fürs nächste Jahr. Die können wir noch reinhauen. Hälfte ist geschafft. Sehr gut. Restlichen Bärchen gehen wir da rein. Ich gerade sehe, ich habe ja da Gammelfleisch und ich habe. Da oben haben wir eine Reibschale. Also ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss. Wir sind nämlich bei 36 Minuten. Ups. Und in irgendeiner der nächsten Folgen sitzt ja dann den Vogel. Richtig. Danke euch fürs Zuschauen und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wir basteln hier noch ein bisschen rum und machen Blödsinn und. Ja. Wir machen nie Blödsinn. Natürlich. Nur. Niemals. Niemals. Tschüssi! Oh Mann, tschüss!